Ihr beiden, die ihr mir so oft in Not und Trübsal beigestanden, sagt, was ihr wohl von unserer Unternehmung hofft. Was ist das denn? Die Fürsten sind die Bretter aufgeschlagen und jedermann erwartet sich ein Fest. Sie sitzen schon mit hohen Augenbrauen gelassen da und möchten gerne staunen. Was will er denn? Wie machen wir es, dass alles frisch und neu und mit Bedeutung auch gefällig sei? Och, nicht so viel reden. Ja, und vor allen Dingen nicht so umständlich. Einfach frisch ans Werk. Na, Sie haben gut reden. Gerade in unseren Tagen hat es das Theater nicht leicht. Aber wieso? Wann sind Sie denn? Ende 18. Jahrhundert. Na, das hat sich bis heute nicht geändert. Ach, wo sind die denn? 21. Jahrhundert. Ach, herrje. Aber das Theater gibt es noch? Naja, warum denn nicht? Das wird es nämlich immer geben. Das unmittelbare Erlebnis, das kann man sich doch nicht entgehen lassen. Welch frohe Kunde. Oh, sprich mir nicht von jener bunten Menge, bei deren Anblick uns der Geist entflieht. Verhülle mir das wogende Gedränge. Na, wer ist er denn? Der Dichter. Dichter? Ach Mensch, können Sie mit dem Begriff Autor mehr anfangen? Autor, ja, das ist besser. Und wissen Sie, das klingt für mich einfach zeitgemäßer. Ach, was in tiefer Brust uns da entsprungen, was sich die Lippe schüchtern vorgelallt. Missraten jetzt. Und jetzt vielleicht gelungen? Ich muss Ihnen sagen, das wird mir jetzt aber doch alles ein bisschen viel. Moment. Ha, halt, haltet ein. Nun lasst ihn gewähren. Hä? Wenn ich nur nichts von Nachwelt hören sollte. Gesetzt, dass ich von Nachwelt reden wollte. Wer macht denn wohl der Mitwelt Spaß? Oh nee, nicht? Nee. Jetzt mache ich sofort einen Virenscan. Nein, bitte nicht. Der will doch nur spielen. Na dann, frisch ans Werk. Einfach machen. So einfach ist das nicht. Als Direktor muss man viel bedenken. Ja, aber was denn? Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen. Und jeder geht zufrieden aus dem Haus? Ja, und das heißt jetzt was? Na, was hilft's, wenn ihr ein ganzes dargebracht? Das Publikum wird es euch doch zerpflücken. Ja, wollen Sie etwa sagen, so nach dem Motto, wie man's macht, macht man's verkehrt? Genau so meine ich es. Ha! Gern verklicke ich Ihnen das mal so, dass Sie das auch gleich verstehen. Oh ja, gute Idee, bitte. Na, ich erkläre das mal eben. Schreib so viel du kannst. Aber nichts mit Tiefgang. Die Kasse muss ja klingeln. Halten wir an dieser Stelle mal bitte fest, das ist für mich keine echte Kunst. Hören wir doch mal, was der Direktor dazu zu sagen hat. Na ja, es geht ja wohl bitte schließlich auch um viel. Ihr träumt auf eurer Dichterhöhe. Man muss doch bedenken, wo die Zuschauer herkommen, was sie hinterher nach dem Theater noch machen wollen, ob sie lieber dann bla, bla, bla. Hallo, Direktorchen, Dichterhöhe an Erde, Direktorchen, Dann sucht euch da mal jemand anders für. Nun nutzt doch seine Künste. Nehmt ein bisschen hiervon und ehe man es sich versieht, dann ist es schon ein Roman. Ja, lass uns doch so ein Schauspiel machen. Greift nur hinein ins volle Menschenleben. Da ist doch bestimmt was dabei. In bunten Bildern wenig Klarheit, viel Irrtum und ein Fünkchen Klarheit. Zack und fertig ist die Laube. Jeder sieht, was er sehen will und es läuft. Kann es denn nicht wieder so sein wie früher?
Bloß das nicht. Sollten wir jetzt nicht mal langsam zum Punkt kommen? Ist das Ihr Text? Der Worte sind genug gewechselt. Nun lasst mich auch endlich Taten sehen. Einfach loslegen. Und ich hab mal irgendwo gelesen, was heute nicht geschieht, ist morgen nicht getan. Im Theater probiert dann jeder, was er mag. Drum möchten wir auf diesen virtuellen Brettern weiterwirken und wandern mit bedächtiger Schnelle vom Himmel durch die Welt zur Hölle.